Ja, willkommen zu einem neuen kleinen Video und das ist eine Videoreihe Champions analysieren. Und in diesem Video zeige ich dir mal, das ist ja dann auch etwas älteres Video, zeige ich dir mal, warum Silver Surfer ein guter, solider Champion ist. Zumal sollte man bedenken, Silver Surfer ist in Verbindung mit Dr. Doom natürlich viel, viel besser, ganz klar, als wenn du ihn alleine nutzt. Aber hier werde ich dir mal einen Kampf zeigen mit Angela. Okay, das sind 5-Sterne-Silver-Server gegen eine Angela. Und Rüstungsbruch ist immer so eine schöne Sache, wenn man die an den Champion setzt. Das mag der Champion nicht generell. So, Rüstungsbruch-Debuffs sorgen nämlich dafür, wie du sehen kannst, dass mehr Schaden erzeugt wird. Und der andere Aspekt ist, wie du sehen konntest, habe ich meine schwere Attacke gemacht und konnte dementsprechend hier verschwinden. Diese 1-2 Sekunden, die man verschwindet und auch zusätzlich, wenn man diese Buffs hat, unabwehrbar wird, das ist auch natürlich auch so eine Sache, das mag auch keine KI. Okay, und deswegen ist Silver Surfer zum Beispiel ein solider Champion, weil er erstens Immunität hat gegen jetzt Schock, gegen Einäscherung und auch durch seine kosmischen Kräfte auch da sehr, sehr viele ja, Buffs hat, einzigartige Buffs und du auch einen gewissen Knotenpunkt, wenn du in der unteren, also in der niedrigen Liga bist, da ihn setzen kannst und er wirklich auch gar keine so schlechte Verteidigung macht. Natürlich auch hier muss man auch sagen, ist das ein reiner 5-Sterne, aber du siehst auch, der kann sich ein bisschen durch Willenskraft heilen. Auch da können wir ein bisschen Vorteile nutzen. Und letztendlich mache ich das immer so, dass ich schaue, dass ich den Gegner fernhalte. Sowieso Steuerungsprobleme ohne Ende. Als Android-User, wie man hier sehen konnte, wurde ich getroffen. Nein, ich lasse mich nicht gerne treffen. Aber dieses Treffen konnte ich halt nicht verhindern und bin dann auch K.O. gegangen, da meine Steuerung sehr oft ausgehebelt wird in dieser Input. Das hat der Richman auch gesagt, aber der Richman wurde dafür jetzt kritisiert, weil er die Wahrheit sagt von Kebam und musste das eine Video sogar rausstellen. Ja, das ist natürlich nicht so schön. Aber hier haben wir nochmal ein Beispiel, warum Dr. Doom zum Beispiel auch sehr korrekt drauf ist oder cool ist. Erstens kann er viele Champions torkeln, die keine Immunität gegen Schock aufweisen und auch keine Immunität gegen Torkeln. Das heißt, um nicht von Dr. Doom getorkelt zu werden, muss man beide Immunitäten haben und da sollte man das berücksichtigen. Oder am besten halt beide Immunitäten haben, wie Schock und Torkelimmun. Dann führen wir mal einen Kampf Dr. Doom mit Manfing, was ja nicht richtig ist, weil Manfing ist ein Champion, der erstens mystisch ist, aber zweitens hat eine Vergiftung und sehr schwer zu knacken durch seine Rüstung. Also das heißt, er hat eine Blutrausch im Arm, ist er, das heißt, er ist Blutrauschimmun. Ist auch sowieso gegen Schaden sehr schwer zu killen. Einäscherungs-Debuffs sind sehr gut gegen ihn. Schock-Debuffs werft einfach zu schnell ab. Auch wenn wir jetzt mit Silver Surfer gewisse Vorteile haben und ein bisschen halt gepusht werden, so hat er halt eben seine unsichtbaren Vergiftungs- Debuffs, sage ich mal. Dazu werden wir noch später eingehen in anderen Videos. Und so merkt man, dass er jetzt sozusagen hier sehr viel abzieht. Und diese 200 HP, die abgezogen werden, die können auch irgendwann sehr viel werden. Und das sollte man auch nicht unterschätzen. Und auch der andere Aspekt ist seine Wutausbrüche, die er hat. Wenn man getroffen wird, ist man dann schnell erledigt. Dass ich hier sehr oft getroffen werde, hat damit zu tun, dass auch da auch immer noch die Steuerungsfehler nicht behoben werden und ich werde damit als Android-User leben. Aber naja, so viel dazu, zu diesen zwei Kämpfen. Natürlich sollte man den Kampf beenden, ordnungsgemäß, und das machen wir mit unserer Guillotine. Guillotine hat Vorteile durch Immunitäten wie Blutrausch und Vergiftung.
Natürlich dauert es sehr lange, bis man so einen Champion legen kann, da Guillotine sehr schwach ist von Schaden her. Die ausgeartet, also diese Degeneration, die sie erzeugt, ist auch momentan auch nicht jetzt besonders. Ich muss angeblich dieses Jahr gebufft werden, im Jahr 2023. Das wäre ein Wunder, denn sie ist laut dem Comic sehr stark. Außerdem hat sie weitere Vorteile durch die Kraftzufuhr, Entfernung oder den Schwächeanfall, den sie verursacht. Und das macht vieles aus. Auch hat sie andere Aspekte wie SK2 auf den Gegner loszulassen und dann dementsprechend die Heilung eines Gegners zu mindern, ne? Oder umzukehren dementsprechend. Wie gesagt, da werden wir uns öfters jetzt befassen. Ich werde euch einige Champions erklären. Ich werde immer auch mehr Videos dazu machen, weil es gibt auch sehr viele Anfragen. Abonniert einfach meinen Kanal, liked meinen Kanal, verteilt auch meinen Kanal. Sehr, sehr wichtig, dass da einfach ganz oft ihr das macht, sodass wir irgendwann um die 1000 Abos behalten und viele Wii's. Dann gibt es auch ein Gewinnspiel von mir. Und ja, von meiner Seite war es das schon einmal. Nicht vergessen, die Glocke auch anzumachen. Und ja, that's it.